Perlos Entscheid ist dem Republikaner David Young Tsai ein wichtiger Sitz im Repräsentantenhaus des US-Bundesstaats Virginia zugeteilt worden. Nachdem ein Zettel mit seinem Namen aus einer Keramikschale gezogen worden war, erklärte ihn die Wahlkommission zum Sieger der Wahl. Die Wahl fand bereits im November statt und sah zunächst Young Tsai als Sieger. Laut der ersten Auszählung unterlag ihm die Demokratin Shelley Simmons mit nur 10 Stimmen. Eine Neuauszählung im Dezember sah dann plötzlich Simmons als Gewinnerin, mit einem Vorsprung von einer einzigen Stimme. Nach der Neuauszählung urteilte aber ein Richtergremium, dass Young Tsais eigene Stimme dabei nicht berücksichtigt worden sei, damit stand es unentschieden. Ein Einspruch Simmons dagegen wurde abgewiesen, nun entschied eben das Los. Das Ergebnis ist entscheidend für das Kräfteverhältnis im Abgeordnetenhaus in dem Bundesstaat. Bei einem Sieg der Demokratin hätte dieses nämlich bei 50-50 gestanden. Weil aber nicht ihr Name, sondern der von Amtsinhaber Young Tsai gezogen wurde, haben die Republikaner eine knappe Mehrheit von 51-49 Sitzen. Der Streit dürfte aber noch nicht beendet sein. Die Verliererin hat noch die Möglichkeit, eine zweite Auszählung des Wahlergebnisses zu beantragen. Young Tsai hatte bereits angedeutet, dass er das im Falle einer Niederlage getan hätte. Und auch Simmons hatte das nicht ausgeschlossen. Nach ihrer Niederlage äußerte sich die Demokratin dazu zunächst nicht. Außerdem ist das knappe Mehrheitsverhältnis auch an anderer Front in Gefahr, weil es auch zu einem Ergebnis in einem anderen Wahlkreis noch einen Rechtsstreit gibt. Für die Ziehung wurden Zettel mit den ausgedruckten Namen beider Kandidaten in Filmrollen gesteckt und dann blind aus einer blau-weißen Keramikschale gezogen, die ein örtlicher Künstler gemacht hat. Das letzte Mal, dass in Virginia auf diese Weise eine Wahl entschieden wurde, war vor fast 50 Jahren.